Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis der Startschuss fällt für das diesjährige Schützenfest in Voswinkel. Ich bin jetzt mit Matthias Winkler verabredet. Er ist der Chef vom Ganzen. Er ist nämlich Schützenoberst. Und ich möchte gerne wissen, was als Neuvoswinkler ich von ihm erwarten kann zum diesjährigen Schützenfest. Hallo. Oskar Lange, hallo. Matthias Winkler, Carsten Jans. Was ist so kurz vor dem großen Fest größer? Die Vorfreude oder die Anspannung? Im Prinzip beides. Vorfreude auf jeden Fall, weil es halt jetzt auch 2 Jahre nicht war und auch trotzdem jedes Jahr wieder neu ist. Und Anspannung, weil halt noch viel zu tun ist. Okay. Würdest du denn sagen, dass das dieses Jahr was anderes ist als die Jahre zuvor? Ist die Anspannung größer als in den letzten Jahren? In gewisser Weise schon, weil gewisse Automatismen halt auch ein bisschen verloren gegangen sind und manche Sachen halt nicht mehr so sind, wie sie mal vor 3 Jahren waren. Okay. Ich bin ja Neuling, aber ich habe natürlich legendäre Geschichten über das Voswinkler Schützenfest gehört. Worauf dürfen wir uns in diesem Jahr freuen? Ja, ich denke ganz besonders auf den Montagmorgen. Gerade als Neuling muss man den einmal miterlebt haben. Und das Besondere in diesem Jahr ist, dass wir 3 Schießen am Hürdenkopf haben, weil wir in diesem Jahr auch den Jungschützenkönig parallel zum Kinder- und zum normalen Schützenkönig mit ausschießen werden. Was macht denn eigentlich dieses Schützenfest für Sie so ganz besonders? Ich bin ja Ruhrpottler, ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt die letzten Jahre. Was ist das Besondere daran, auch für die Voswinkler? Ich glaube, jedes Schützenfest in jedem Dorf ist was Besonderes, weil jedes seine Eigenart hat. Und auch jeder sagt, egal ob das jetzt mit Echthausen oder Bachum gehen, dann sagen die, unser Schützenfest ist das Schönste. Und so sagen wir Voswinkler, das ist auf jeden Fall auch. Und schließlich ist es unser eigenes Fest. Ja. Das hat Eigenheiten und trifft die Leute, die man kennt und feiert mit Nachbarn und Freunden gemeinsam. Jedes Schützenfest hat seinen Reiz, aber das eigene ist immer das Besondere. Okay. Wie viele Leute waren im Schnitt in den letzten Jahren immer auf dem Schützenfest? Könnt ihr das beziffern? Also, da reden wir sicherlich von so in die 1000, 1200 Leute, so über das Wochenende auf jeden Fall. Wow, Wahnsinn. Stark. Jetzt ist es ja so, manche Leute sind vielleicht auch ein bisschen verunsichert wegen Corona. Der eine oder andere möchte eine Maske noch aufsetzen, der andere sagt frei raus. Was sagt ihr diesen Menschen, die noch etwas unsicher sind in Bezug auf Corona und in Bezug auf Schützenfest? Wir halten uns an Regeln, die stehen und im Moment gibt es ja keine Einschränkungen mehr. Also behandeln wir das so, wie das früher halt auch war. Wenn es Leute gibt, das können wir natürlich nachvollziehen, die da noch Ängste haben. Aber ich sag mal, die Gefahr, sich da anzustecken, ist jetzt nicht größer als in irgendeinem Bus oder einer Bahn oder einem Supermarkt. Verständlich. Okay, vielen Dank. Okay. So Matthias, so Carsten, jetzt interessiert mich natürlich brennt die Schützenhalle. Würdet ihr die mir mal zeigen und mal zeigen, wie es aussehen wird am Schützenfest? Klar, lass uns mal machen. Wenn man heraus ist auf der Stadt und den Berg erklommen hat, kann man den Kirchenturm schon sehen. Hell erleuchtet, wunderschön. Sankt Urbanus, der Patron schützt alle Menschen. Die beiden lassen mich dann auch noch hinter die Kulissen blicken. Schießbude, Autoscooter, Kindertanz. Und natürlich der Festumzug. Vogelschießen und Schützenball machen das Schützenfest 2022 wieder zu einer runden Sache. Das Voswinkler Schützenfest wird wieder ein voller Erfolg werden. So viel ist sicher. Als Neuvoswinkler kann ich euch sagen, Leute, das wird eine geile Geschichte am Wochenende. Also, seht zu, macht euch auf die Beine und kommt zum Schützenfest. Es wird eine Mischung aus Bewerten und Neuen sein.